So Freunde, was geht ab? Chris Fischer hier. Wir befinden uns heute in Villingen-Schwenningen, tatsächlich in meiner Heimatstadt. Hier findet eine offene deutsche Meisterschaft statt. Hier wird alles geben. Grappling, Kickboxen, MMA und, und. MMA ist hier natürlich so ein bisschen mit komisch strukturierten Regeln, deswegen MMA kämpfe ich hier nicht. Ich denke aber wenig, dass ich wieder einen Gegner haben werde. Ich bin gemeldet jetzt im Kickboxen und im Grappling. Im Grappling werde ich sicherlich jemanden haben, da bin ich zuversichtlich. Kickboxen melde ich mich jetzt, dann sehen wir, ob schon Heavyweights gemeldet sind oder nicht, weil ich kämpfe heute im Heavyweight, machen halt keine Gewichte und so Faxen. Und schauen wir mal. Ich habe auf jeden Fall Bock auf eine geile Klatscherei. Grappling so oder so, um euch einfach auch mal zu zeigen, was ich im Skillbereich mittlerweile befinde. Und im Großen und Ganzen wünsche ich euch heute viel Spaß beim Zuschauen. Brauche ich meine Tasche. Ja, Freunde, also Kickboxen, so wie es scheint, habe ich mit dem Referee geredet. Ist kein Heavyweight da. Deswegen schauen wir mal noch, ob es noch was wird. Grappling definitiv. Und ja, jetzt gucken wir mal. Ansonsten wird halt nur gegrappelt, zeige ich euch heute meine Grappling-Skills. Sponsort mich lang. Beste Nasenspray.
So, also. Match vorbei. War eine knappe Geschichte. Bisschen unglücklich verloren, würde ich sagen. Ja, man hat es ja gesehen, wir haben 5 Minuten gekämpft. Es war nur Submission only. Keiner konnte eine Submission ansetzen, wirklich. Ich war aber ganz Top Control, ich war ganz oben. Also hat man schon gesehen, Base ist auf jeden Fall da, hat alles gepasst. Wie gesagt, wo wir es dann vom Rücken aus ausgekämpft haben, muss ich natürlich einfach sagen, auch schon war ein wichtiger Faktor. Wir haben beide extrem stark schon geschwitzt. Das heißt, in meiner Runde waren wir noch nicht so nass, als ich eben seinen Rücken hatte, wie er, andersrum. Als ich seinen Rücken hatte, war mir schon viel, viel nasser, wie als er meinen Rücken hatte. Und deswegen hat er es für ihn einfach viel einfacher. Er ist dann so rausgeglitscht. Passiert, gehört dazu. War jetzt keine Submission. Ich habe dann auf Fresse bekommen oder so. Deswegen hat ganz gut geklappt. Das ist alles in der Erfahrung. Grappling wird immer besser, eine Steigerung stetig. Das ist das, was zählt. Und ja, dann freuen wir uns auf jeden Fall jetzt demnächst. September steht die Deutsche Meisterschaft an im MMA und dann wird Zeit, den Titel nach Hause zu holen.